Hallo und herzlich willkommen bei Axel Burkhardt TV, bei unserem kleinen Crashkurs zur Rettung der Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem vielleicht doch sehr wichtigen, spannenden, zentralen Thema der großen, ganz großen Manipulation auf dieser Welt seit Jahrhunderten, aus der wir uns zu lösen haben. Wie können wir das noch genauer auch verstehen und auch wie das angewendet wird? Dadurch, dass wir sozusagen verleitet worden sind, geschult worden sind, trainiert worden sind, immer mehr nur in Dualitäten zu denken, kann man das als Technik benutzen. Und wenn wir einmal gelernt haben, dass Luzifer und Ahriman stellvertretend sind für zwei Kräfte, die uns einmal ins Geistige ziehen und einmal ins Irdische, und dass sie zusammengehören und dass sie so zu unserem Leben gehören, dass wir beide Kräfte brauchen und dass deshalb auch überall, was so geschieht auf der Erde, beides drin ist, ist doch klar, wenn ich nicht weiß, dass es zwei Sachen sind und ich glaube, jetzt das Böse zu bekämpfen, bekämpfe ich doch die eine Seite, nämlich das, was ich als das Böse sehe. In dem Moment stelle ich mich in die andere Waage und bin der Gute. Dann entsteht das Gutmenschentum. Da hat mir jemand im Kommentar geschrieben, lieber ein Gutmensch als ein Schlechtmensch. Und dann habe ich gefragt, ja, wer definiert denn, wer sagt denn, was ein Gutmensch ist, was gut und schlecht ist? Das ist doch genau der Punkt, dass wir lernen müssen, das hat Rudolf Steiner so klar herausgearbeitet, dass wir lernen müssen, dass Gut und Böse relativ ist. Dass ich eine Polarität habe, dass ich hier Widersacher habe, die eigentlich Antipoden sind, Luzifer und Ahriman. Das sind Gegenkräfte. Das sind zwei Widersacherkräfte, auch gegeneinander. Das heißt, in dem Moment, wo ich den einen bekämpfe, bin ich automatisch der andere. Also wenn ich das eine Böse bekämpfe, bin ich automatisch in dem anderen Böse. Und wenn ich dieses Böse bekämpfe, bin ich im anderen Bösen. Und ich glaube, ich bin der Gute. Versteht ihr? Das ist die Gefahr. Und wichtig ist auch, dass ja in dem Moment das eine wirklich schlecht sein kann und dann ist es gut, das andere zu fördern, weil es dann das Gute ist. Im nächsten Moment wird aber das wieder zum Schlechten und dann muss ich das andere wieder fördern. Wie kann ich das aber nur tun? Das kann ich doch auf einer Schaukel nur tun, wenn ich in der Mitte stehe. In einer Waage nur, wenn ich die Waage in der Mitte halte. Ich kann das doch nicht, wenn ich hin und her springe. Da habe ich keinen Halt, keine Stabilität, keine Sicherheit. Und das ist das, worum es im Christentum geht. Aus dem Ich heraus, aus dem Christentum, aus dem Christus, aus der Christuskraft, diese beiden Kräfte in allem Respekt zu nutzen und Hand zu haben, ohne dass sie mich manipulieren, ohne dass sie mich in ihre Fänge bringen, ohne dass sie mich in ihre Gewalt bringen. Darum geht es. In dem Moment, wo ich den einen bekämpfe aus der anderen Schale, habe ich schon verloren. Das ist der Grund, warum der Kampf gegen das Böse ganz vorsichtig angeschaut werden muss, weil in dem Moment ich bereits in der anderen Seite des Bösen hänge. Es geht um das spirituelle Bewusstsein. Und das ist das, was wir als michaelische Waage bezeichnen, weil es ist der Erzengel Michael oder der bereits darüber hinaus aufgestiegene Achaiel Michael, der sozusagen als das Antlitz des Christus uns zeigt, wie wir die Christuskraft zu nutzen haben. Darum geht es mir bei dieser Thematik, auch mit dem Migrationspakt, dass wir aufpassen, nicht zu meinen, wir wären die Guten und der Migrationspakt wäre das Böse, sondern ganz differenziert betrachten und aufzuhören, nur das Böse da drin zu sehen. Und in dem Moment haben wir verloren. Und in dem Moment haben die gewonnen, die eventuell diesen Migrationspakt sogar in die Welt gebracht haben, um zu manipulieren. Da sei ja gar nichts dagegen gesagt. Aber darum geht es gar nicht im Moment. Es geht gar nicht darum. Es geht im Moment nicht um den Inhalt, sondern wie gehen wir damit um, ohne dass wir selber manipuliert sind. Das ist mein Anliegen. Also wir müssen wieder dieses trinitäre Denken lernen. Und das beherrschen ja die Hintergrundmächte. Warum? Warum beherrschen das diese manipulativen Kräfte? Und zwar jetzt auch auf der menschlichen Ebene. Das habe ich schon mal darauf hingedeutet. Weil sie gelernt haben von einem großen deutschen Philosophen mit dem Namen Hegel.
und die Hegelsche Dialektik kennen. Und die Hegelsche Dialektik ist eine wunderbare Erkenntnis, nämlich dass Hegel erkannt hat, dass der Weltengeist, wir würden sagen der Entwerfer des Weltenplans, dass der dialektisch arbeitet. These, Antithese, Synthese. Leute, das sind drei Faktoren und nicht zwei. Nicht These und Antithese, sondern These, Antithese, Synthese. Das heißt, ich brauche zwei polare Kräfte, ich brauche zwei Pole, um durch das Spiel mit polaren Kräften ein drittes zu erreichen. Es geht immer um das Dritte. Es geht immer darum, worum geht es, indem ich die polaren Kräfte einsetze. Das ist Hegelsche Dialektik. Und das wissen wir heute, wird in der amerikanischen geostrategischen Politik geschult. Dort wird Hegel geschult. Es wird dialektisches Denken geschult. Ja, warum? Weil man weiß, dass das Universum so funktioniert. Und wenn ich deshalb Macht haben will und die Welt beherrschen will, dann muss ich Hegelsche Dialektik oder die Dialektik des Weltengeistes beherrschen. Und wie schaut das dann aus in der Praxis? Da gibt es heute einen Fachbegriff. Das nennt man die Strategie der Spannung. Die Strategie der Spannung. Feindbilder zu erzeugen. Immer wieder Konflikte zu erzeugen. Immer wieder Polaritäten zu erzeugen, um dann als Drittes die Macht zu haben. Divide et impera. Teile und herrsche. Divide sind zwei und herrsche ist das Dritte. Es ist alles schon bekannt. Und das ist das Prinzip des trinitären Denkens. Wir werden immer wieder ins polare, duale Denken hineingetrieben oder wir lassen uns hineintreiben, weil wir nicht gelernt haben, in Dreiheiten zu denken. Und das ist der Appell. Das ist der Appell, Leute, studiert die Geisteswissenschaft. Studiert das, was Rudolf Steiner aus der geistigen Welt gebracht hat, weil die geistige Welt klärt uns da auf, wie sie funktioniert. Sie gibt uns ja über diese Geisteswissenschaft die Gesetze und die Wesenheiten. Sie sagt uns über die Geisteswissenschaft, wie sie arbeiten, was ihr Plan ist, wie sie funktionieren und wie wir uns deshalb gegen manipulative Kräfte von links und rechts wehren können und unsere Freiheit erlangen können. In der Politik haben wir dasselbe, die Linken und die Rechten und die Mitte. Ja, das ist überall dasselbe. Und was eben ganz wichtig ist, dass eben diese verborgenen, ja wirklich okkulten Kräfte im Hintergrund immer mit diesem Wissen arbeiten. Und deshalb werden sie immer dahin arbeiten, dass sie Feindbilder erzeugen, um über die Synthese ihre eigene Macht zu stärken. Und wenn wir einmal heute hinschauen in die Weltpolitik, dann müssen wir wissen, dass es in der amerikanischen geostrategischen Politik einen ersten Grundsatz gibt. Nämlich, es gibt keinen dauerhaften Feind. Es gibt keinen dauerhaften Freund. Das ist das Grundprinzip. Während des Zweiten Weltkriegs waren die Russen die Freunde der Amerikaner. Kaum war der Krieg vorbei, wurden sie sofort zu den Feinden. Das heißt, der bisherige Freund wurde zum Feind gemacht. Und der Feind kann im nächsten Moment wieder der Freund werden, weil wenn man heute von einer Strategie des amerikanischen Jahrhunderts ausgeht und von America First, dann geht es immer darum, wie schaffe ich in der Welt Spannungen und Polaritäten, um meine eigene Macht zu stärken. Da wird dieses trinitäre Denken in einer gewissen Art eingesetzt, indem man die Erkenntnisse aus dem deutschen Geist heraus verwendet für Machtpolitik. Das ist Hegelsche Dialektik praktisch angewendet. Was passiert aber draußen in der ganzen Internetszene zum großen Teil? Ein duales, polares Denken. Das ist die große Gefahr und deshalb ist dieses Thema so wichtig für alles, was da draußen geschieht. Und ich will ja nur den einen Hinweis noch geben, was ja überall jetzt auch kursiert, die Geschichte mit der Macht Q oder QAnon. Und den Plan Q, das kursiert herum mit den versiegelten Anklagebriefen, wo man hofft, dass jetzt hier endlich die Kabale, der tiefe Staat vernichtet wird. Seht ihr wieder, was da ist?
Egal, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, ob es nur eine Desinformationskampagne ist oder die Wahrheit ist. Was wird hier diskutiert? Da gibt es die Schwarzhüte und die Weißhüte. Die Schwarzhüte sind die Kabale, der tiefe Staat, und die Weißhüte, das ist jetzt die Macht hinter QAnon und Q. Und Donald Trump als der Außersehene, der jetzt die Schwarzhüte besiegt und dann endlich die Sache ins Lot bringt. Seht ihr, was da abläuft? Selbst wenn das alles stimmen sollte, haben wir wieder Weiß und Schwarz. Egal, ob das kommen wird oder nicht. Es ist Denken in Polaritäten. Und alle, die jetzt wieder diesem Plan, dieser Hoffnung folgen, dass Donald Trump über diese Weißhüte sozusagen die Schwarzhüte besiegt und den tiefen Staat endlich ins Gefängnis bringt, sind wir wieder im dualen Denken und haben schon wieder verloren. Und seht ihr, wie groß die Gefahr ist, dass wir permanent manipuliert werden durch immer wieder diese Dinge, wo wir immer ins polare Denken, ins duale Denken gebracht werden. Und das ist die große Herausforderung, trinitär denken zu lernen, denn das tun die anderen auch. Und solange wir das nicht lernen, haben wir keine Chance. Aber wir haben die Chance, weil wir das jetzt wissen. Ich danke euch ganz herzlich und freue mich bis zum nächsten Mal, euer Axel Burkhardt.